Mit der Gründung der Bewegung Sarah Wagenknecht sind Umstellungen im Deutschen Bundestag nötig. Durch die Abspaltung von der Linken haben weder die BSW noch die verbleibende Linke ausreichend Abgeordnete im Bundestag, um weiterhin eine Fraktion zu bilden. Beide müssen in Zukunft als parlamentarische Gruppe arbeiten. Durch die Anerkennung als Gruppe erhalten die Linke und die BSW zum Beispiel Räume und Geld. Gruppen dürfen Gesetzentwürfe und Anträge einbringen. Sie erhalten Mitglieder in Fach- und Untersuchungsausschüssen sowie Kommissionen und entsenden Mitglieder in den Ältestenrat. Beide Gruppen dürfen zudem jeweils 10 Anfragen pro Monat stellen. Das ist deutlich weniger als bei Fraktionen. Die Redezeit der Gruppen wird nach dem üblichen Verteilungsschlüssel berechnet, der sich nach der Größe der Gruppe richtet. Zudem erhalten die Gruppen für ihre Arbeit Geld aus dem Bundeshaushalt, halb so viel wie eine Fraktion, einschließlich Oppositionszuschlag.